Nach den Sternen greift hier niemand, aber dennoch geht es hoch hinaus auf der Explore Science 2017. Der Mannheimer Luisenpark, für einen Tag lang so eine Art Luftraumfahrtzentrum. Im Wettbewerbszelt präsentieren mehr als 40 Gruppen ihre Wasserraketen. Dieses Jahr, da geht es um Energie eigentlich, ja? Und hier bei dem Wasserraketenwettbewerb speziell geht es darum, die Energie, die in den Wasserraketen drinsteckt, optimal zu nutzen, um eine lange Flugzeit zu erreichen. Dichtes Gedränge schon beim Einlass. Viele Schüler haben tagelang an ihrer Rakete getüftelt und gern ihre Freizeit für die Forschung geopfert. So auch Janis und Pascal aus Viernheim. Also wir haben bei der Rakete den Flaschenkörper aus einer Flasche gemacht, die wir oben mit heißem Wasser dünner gemacht haben. Dann haben wir hier so Korken dran geklebt, dass dieser Deckel nicht reinrutscht, weil da ist der Fallschirm da drin. Den Fallschirm haben wir aus einer Mülltüte gebaut, die wir dann mit Fäden dann dort festgeklebt haben. Die Flügel sind zur Stabilisation quasi, dass wenn sie hochfliegt, auch nicht Kurven macht oder so, sondern einfach gerade nach oben fliegt. Damit eine Wasserrakete abheben kann, wird mit der Luftpumpe ein Druck von maximal 6 Bar erzeugt. Ready for take-off. Nicht jede Wasserrakete ist automatisch ein Höhenflieger. Am Ende gewinnt, welches Fluggerät am längsten in der Luft bleibt. Die beste Rakete hat er gebaut, Christoph Kani vom Gauss-Gymnasium aus Worms. Mitmachen kann jeder auf der Explore Science. An zahlreichen Stationen werden Phänomene aus den Naturwissenschaften gezeigt. Staunen und begreifen. Wie funktioniert das mit den erneuerbaren Energien? Schüler werden zu Strommanagern und sollen eine Stadt namens Watthausen mit Ökostrom versorgen. Die Schülerinnen und Schüler bauen ihr eigenes Wasserkraftwerk, indem sie den Fluss aufstauen. Mit verschiedenen Materialien wird eben ein Staudamm produziert. Und dann müssen sie sich überlegen, an welcher Stelle setze ich jetzt mein Wasserkraftwerk, um aus dieser Lageenergie Bewegungsenergie zu erzeugen, sodass Energie für Watthausen zur Verfügung steht. Auf der Explore Science wird klar, nicht nur für Watthausen ist die Energie der Zukunft grün.